Hey ho zusammen und herzlich willkommen. Ja, Kamera spackt mal wieder ab. Zum wahrscheinlich letzten College of Wizardry Update Video, bevor es tatsächlich zum College of Wizardry geht. Denn in genau einer Woche werden wir uns wahrscheinlich schon auf dem Schloss in Polen auf dem Lach befinden. Und ich bin so unfassbar aufgeregt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin mitten in den Vorbereitungen und das schon seit ungefähr 3 Tagen. Ich habe auch die ganze Zeit über schon frei. Das heißt, ich werde jetzt auch tatsächlich bis zum eigentlichen Lab frei haben, was mir eine Menge Zeit zum Basteln und Vorbereiten gibt, was nicht gut ist. Denn mir kommen immer wieder total bescheuerte Ideen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich die wirklich umsetzen möchte und kann. Und das größte Problem, was ich momentan habe, ist tatsächlich einfach, dass ich, trotz dass ich so viel Zeit habe, nicht mehr genug Zeit habe. Es ist tatsächlich nur noch eine Woche. Und viele der Dinge, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, müsste ich mir bestellen und zuschicken lassen. Die Sachen kommen aber leider alle erst irgendwann am 8., 9., 10. oder 12. an und dann ist das Lab schon vorbei. Das heißt, alles, was ich eigentlich so geplant hatte, beziehungsweise viele Dinge, die ich eigentlich geplant hatte, kann ich so jetzt nicht mehr umsetzen, weil es einfach schon ein bisschen zu spät ist. Das heißt, ich muss ein wenig improvisieren. Aber wird schon schief gehen. Was ich euch sowieso die ganze Zeit über schon mal. Es tut mir leid, wenn ich hier immer so wackle, aber ich komme immer wieder an den Tisch, das ist ein bisschen kontraproduktiv. Was ich euch eigentlich die ganze Zeit über schon hatte vorstellen wollen, ist mein Charakter. Der Charakter, der mir zugewiesen wurde. Denn Ende letzten Jahres, noch vor Silvester, haben wir tatsächlich die Charakterbögen ja schon bekommen. Mein Charakter nennt sich Remaja Vasquez, beziehungsweise Remilla Vasquez. Je nachdem, wie man es halt ausspricht, ob Englisch oder Deutsch. Dasselbe Problem habe ich mit meinem Kanalnamen. Es geht entweder Jericho oder Jericho. Dürft ihr euch aussuchen. Die meisten werden wahrscheinlich einfach die Kurzform Remi benutzen. Da gehe ich auch stark von aus. Das ist auch das, was ich so geplant habe, weil den normalen Vornamen wird sich wahrscheinlich eh niemand merken. Remi ist ein ziemlich rebellischer Charakter. Sie hält nicht viel von Regeln und hat sehr viel Spaß daran, Chaos zu stiften, wo sie geht und steht. Also eigentlich ein ziemlich typischer Grimm-Charakter, der von Gewöhnlichen geboren wurde und eine ziemliche Abneigung gegen Hexgeborene hat, die sich für was Besseres halten. Irgendwie ist mir aufgefallen, als ich den ersten Hangout mit meinem Haus hatte, dass irgendwie relativ viele in meinem Haus eine ähnliche Beschreibung haben. Aber auf jeden Fall war ich ziemlich begeistert, als ich diese Charakterbeschreibung gelesen habe, denn das ist genau das, was ich mir unter meinem Charakter vorgestellt habe. Ich habe jetzt nur die Befürchtung, dass ich sie nicht so ausspielen kann, wie ich das gerne möchte. Denn das ist einfach mein erstes Lab und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich habe keine Ahnung, ob es mir wirklich so gelingt, mich in diesen Charakter hineinzuversetzen, wie ich es gerne möchte. Aber das sei mal so dahingestellt. Jedenfalls bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Charakterbeschreibung. Das waren aber eigentlich auch alle. Ich habe mir das ja durchgelesen und jeder hat seinen Charakter so im Prinzip schon einmal auf der Seite, auf einer Gruppe in Facebook vorgestellt. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich meinen Charakter tatsächlich noch nicht wirklich hundertprozentig ausgearbeitet habe. Man hat nicht so viele Infos über seinen Charakter, wie ich eigentlich gedacht habe tatsächlich, sondern man kriegt eher nur so ein paar Brocken hingeworfen, wie ich jetzt zum Beispiel das. Remy ja ein ziemlich rebellischer Charakter ist und auf Regeln scheißt und ihr eigenes Ding durchzieht und sich nicht gerne einschränken lässt und eher ihre Individualität ausleben möchte. Solche Sachen kriegt man dann dahingeschmissen. So ein paar Vorschläge, was Beziehungen angeht, ein paar Vorschläge, was Aktivitäten angeht. Und da habe ich tatsächlich auch gesagt bekommen, also was Fragen angeht, stand bei mir zum Beispiel, wie ist das Verhältnis zu deiner Familie? Hast du Geschwister? Sowas zum Beispiel. Oder gibt es etwas, worüber du nie scherzen würdest? Was ist das? Oder welche sind die tieferen Gründe für deine Rebellion und denkst du kannst dich ändern? Solche Sachen sind zum Beispiel Dinge, mit denen man sich dann noch ein bisschen beschäftigen kann, um seinen Charakter ein bisschen mehr zu gestalten. Und Ideen für Aktivitäten fand ich ziemlich genial. Da war zum Beispiel, sei ein schlechtes Vorbild, hilf Primanern in den Wald zu gelangen, zeig ihnen, wie man rebellisch ist. Ignoriere die Sperrstunde, schleich durch die Flure, mach niemals Hausaufgaben und störe die anderen beim Lernen. Klar, natürlich, was mein Charakter definitiv umsetzen wird, wenn ich überhaupt zum Unterricht erscheine. Ich meine, ach, Lernen ist nur ein leidiges Übel. Ich meine, wer braucht das schon? Frage ist dann, warum bin ich am College? Vielleicht, weil ich nirgendwo anders hin kann im Moment. Weil ich noch keine Ahnung habe, was ich mit meiner Zukunft anfangen soll. So in etwa. Ich bin tatsächlich
Mitglied bei den Jägern der verlorenen Schätze, was ein ziemlich genialer Verein ist, denn die sind, wie der Name schon sagt, auf der Jagd nach verlorenen Schätzen, die sich am Nimbus noch verstecken und die man eventuell finden könnte. Was eigentlich auch ein Verein für ziemlich abenteuerlustige Menschen ist. Und natürlich ignorieren die dann auch ganz gerne mal die Sperrstunden, weil nachts herumschleichen ist nun mal am interessantesten. Und das ist tatsächlich auch schon der erste Plot, an dem ich teilnehmen werde, nämlich Donnerstagabend, wenn das Lab offiziell losgegangen ist, wird es A, eine sogenannte, ja, sowas wie eine Flurparty geben, wo dann offene Gemeinschaftsräume sind und sich die Primaner einmal alle Gemeinschaftsräume anschauen können. Und danach wird es mit den Jägern der verlorenen Schätze tatsächlich schon losgehen und wir werden uns auf eine Suche in den Wald begeben. Da bin ich schon unglaublich gespannt drauf. Das ist so ziemlich das erste und einzige, was ich überhaupt geplant habe. Neben dem Unterricht natürlich. Und ich bin wirklich schon unfassbar aufgeregt, wie das dann tatsächlich laufen wird. So, das im Groben so ein bisschen zu meinem Charakter. Ich habe, wie gesagt, noch nicht viel zu ihr ausgearbeitet. Ich werde mich wahrscheinlich einfach so ein bisschen überraschen lassen, werde alles so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und bastel momentan noch sehr an meinem Outfit. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe mir ein Hemd besorgt, beziehungsweise eine Hemdbluse, sowas in der Art, die mir tatsächlich ein bisschen zu groß ist, aber das stört mich nicht. Mir ist es vollkommen egal, was ich trage, beziehungsweise ist es mir egal, was andere von dem halten, was ich trage. Das ist tatsächlich im wahren Leben genauso. Deswegen dürfte ich damit schon mal keine Probleme mehr haben, das umzusetzen. Ich bin noch dezent unvorbereitet. Ich wäre gerne vorbereiteter, aber irgendwie glaube ich auch, dass man sich als Labneuling nicht so wirklich darauf vorbereiten kann. Ich muss es einfach auch ein bisschen ein Stück weit auf mich zukommen lassen und muss schauen, wie es läuft. Ich bin jetzt auch nicht in wirklich vielen Plots involviert, weil ich einfach auch noch nicht die Zeit hatte, mich irgendwie groß mit den anderen kurz zu schließen. Die Hangouts sind das Einzige, was ich jetzt wirklich hatte, wo ich mich dann mit den anderen mal zusammengetan habe und wo wir ein bisschen was besprochen haben. Es gibt tatsächlich eine Funktion, die ich unfassbar genial finde, die sich da nennt Nibelbuch. Das Nibelbuch ist tatsächlich ein Facebook für Magische. Es ist eine extra Seite, die tatsächlich so aufgebaut ist, wie Facebook aufgebaut ist. Will heißen, es gibt ein Profil, das du dir erstellst. Es gibt eine Pinnwand, es gibt eine Startseite, bei der die ganzen Posts von allen möglichen Leuten angezeigt werden. Und das Besondere daran ist, es ist in-time. Das bedeutet, ihr stellt nicht also euch selbst rein, sondern ihr stellt ein Profil eures Charakters rein. Ich zum Beispiel habe jetzt ein Profil, hab jetzt ein Profil von meiner Remea Vasquez gemacht. Ich kann euch das vielleicht mal ganz kurz zeigen. Das ist jetzt mein Profil auf Nibelbuch. Wie ihr seht, es ist sehr leer. Ihr seht nichts. Das ist der Punkt. Ich habe noch nicht viel getan. Das Einzige, was ich getan habe, ist, ein Profilbild reinzustellen, beziehungsweise ich habe versucht, ein Profilbild reinzustellen. Aber es hat mir immer gesagt, dass die Maße zu groß sind. Deswegen habe ich jetzt einfach irgendwann ein Knurr da reingesetzt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, mich von diesem Scheißprogramm hier verarschen zu lassen. Ja? So. Dieser Dimpelkram. Muggelzeug. Kennt sich doch kein Schwein mit aus, ey. Genau, hier haben wir also dann den Namen des Charakters. Hui! Dann haben wir hier das Jahr, den Pfad und das Haus. Dann könnt ihr noch ein Motto eintragen. Dann eine Biografie, sowas wie, wie ist euer bisheriges Leben verlaufen? Wo seid ihr vorher auf der Schule gewesen? Denn es gab ja auch noch sowas wie eine Grundschule, eine magische. Ich persönlich bin seit meinem Anfang auf Nimbus, ich bin immer am Nimbus gewesen und habe nie irgendwas anderes gesehen. Deshalb ist das sozusagen meine Heimat. Ich bin auch immer in Haus Grimm gewesen. Es kann auch natürlich sein, dass ihr auf der Grundschule in einem anderen Haus wart und später dann in das jetzige Haus gekommen seid. Es gibt zum Beispiel Leute, die waren vorher im Haus Krabat und sind jetzt in Haus Grimm. Ist aber bei mir nicht so gewesen. Ich war schon immer in Grimm, ich war schon immer im Nimbus. Same procedure as every year. So, dann eine Adresse. Habe ich einfach angegeben, schickt einfach alles als Nimbus, passt schon, kommt irgendwie bei mir an. Und dann die verschiedenen Gruppen, in denen man drin ist. Das hier sind sozusagen die Erkennungszeichen für die Jäger der verlorenen Schätze. Daran kann man uns erkennen und wer bei uns mitmachen will, muss uns sogar daran erkennen, denn derjenige muss drei Leute auflisten, die tatsächlich schon im Verein sind und muss sich am Endeffekt, wenn er tatsächlich drei Stück gefunden hat, sich von jemandem eine Aufgabe stellen lassen. Wenn er die dann tatsächlich erfüllt hat, ist er Mitglied bei den Jägern der verlorenen Schätze, wird in unser geheimes Hauptquartier geführt und bekommt dann gezeigt, wo wir uns immer treffen, beziehungsweise wo wir die gefundenen Dinge, die wir denn dann schon gefunden haben, unterbringen. Das ist unser Zeichen. Ich bin
einfach mega begeistert. Und das jetzt schon. Und ich bin noch nicht einmal da gewesen, Leute. Das ist wirklich, ich bin sowas von gehypt und sowas von geflasht. Jetzt möchte ich euch gerne noch etwas zeigen. Und zwar ist das das Wappen des Vereinten Nimbus. Das Wappen des Vereinigten Nimbus sieht folgendermaßen aus. Finde ich ziemlich genial. Es gibt ja zu den einzelnen Häusern nochmal Wappen und da die Primaner aber kein wirkliches Haus haben, arbeiten die mit diesem Wappen. Nein, diesem da, dem da. Das Motto der Schule ist Magia Konjunkti. Konjunkti heißt es so, genau. Sprich Magie vereint. Und das sind tatsächlich die Zeichen der drei Institute. Das hier unten ist die Akademie Brocken, das ist die Universität Königsberg und das ist das Nibelungeninstitut. Das finde ich unfassbar genial. Und was dieses überarbeitete Design-Dokument noch umfasst, das ist nämlich jetzt neuerdings dazugefasst worden, das ist ein vor 2 Tagen nochmal neu veröffentlichtes Design-Dokument, das im Prinzip zu 90% das alte Design-Dokument ist, aber jetzt nochmal so ein paar Zusätze enthält, wie zum Beispiel das Wappen oder auch einen Plan des Schlosses, den ich euch jetzt noch zeigen möchte. Kleinen Moment. Hier zum Beispiel haben wir einen Plan des Schlosses, beziehungsweise den Plan der ersten Etage. Was ich hier ziemlich cool finde, ist, dass es eine Grimm-Bibliothek gibt. Leute, das ist einfach ein Träumchen für mich. Besser könnte es nicht sein. Es gibt von meinem Haus einfach eine Bibliothek. Hier unten ist das Herbarium, nennt sich das so? Also da wird wahrscheinlich Kräuterkunde stattfinden. Hier ist die Nibelungenquelle, sprich da wird wahrscheinlich der Pool drin sein und die Saunen. Das sieht ein bisschen nach Saunen aus, ja. Hier ist die Neun-Säulen-Halle. Ich habe diesen Schlossplan einfach gestern eine gefühlte halbe Stunde studiert und war unfassbar begeistert davon. Hier haben wir zum Beispiel dann noch die eine Galerie, das Lehrerzimmer. Hier sind die Gemeinschaftsräume der verschiedenen Häuser. Hier unten haben wir dann nochmal den Königsberger Saal, den Raum der Haussprecher. Hier oben sitzt die Schulleitung und so weiter und so fort. Das ist also zum Beispiel auch mit in dem neuen Designdokument drin. Und ich bin einfach unfassbar geflasht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es tut mir furchtbar leid. Ich bin so aufgeregt, was das angeht. Und was ich jetzt momentan noch tue, ist, wie gesagt, basteln, vorbereiten etc. Ich habe hier noch so ein paar, die habe ich mir tatsächlich vor dem Lab schon besorgt, weil ich ja eigentlich im Mittelalter-Lab anfangen wollte. Ich wollte ja gar nicht hier im College of Wizardry anfangen, sondern wollte tatsächlich ins Mittelalter-Lab gehen. Was dann aber nie wirklich funktioniert hat, weil ich mich da nie getraut habe und keinen Charakter hatte. Und hier wird er ja zugewiesen. So, ne? Deshalb, ja, habe ich hier noch so ein paar Fläschchen, mit denen ich noch so ein bisschen Zaubertränke zusammenbrauen werde. Ich werde noch ein bisschen was vorbereiten. Ich habe mir da unter anderem Lebensmittelfarben und essbaren Glitzer besorgt, mit dem ich dann so ein bisschen was experimentieren möchte. Hier haben wir noch so kleine farbige Fläschchen. Ups, Vorsicht, hier, da. Haben wir noch so farbige Fläschchen, so kleine. In dem hier ist übrigens tatsächlich sogar was drin. Die ist, ich glaube, die ist tatsächlich durchsichtig. Das war nur so ein Slytherin-Experiment, genauso wie hier das hier. Das ist Waldmeister. Kann man tatsächlich trinken? Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was das bewirken würde. Also ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Weiß man nicht so genau. Und dieses Experiment hier gefällt mir ganz besonders gut. Ist ein Zwei-Phasen-Experiment gewesen, was tatsächlich auch funktioniert hat. Kann man halt. Ups. Tada. Ja, so in etwa. Wie gesagt, da bin ich jetzt noch ein bisschen am Rumexperimentieren und was ich vor allem noch tun muss, ist meinen Zauberstab anfertigen. Ich habe einen Zauberstab, den ich als Notfallzauberstab nehmen möchte, falls ich meinen eigenen vorher nicht fertig bekomme. Also, mein Notfallzauberstab, ich weiß nicht, ob ich das in irgendeinem Video schon mal gezeigt habe. Falls ja, werde ich es rausschneiden. Jedenfalls ist das hier mein Notfallzauberstab. Den habe ich mir über Orchard Works auf Etsy bestellt. Ich werde den Link unten in die Videobeschreibung packen auf jeden Fall. Und ja, das ist sozusagen mein Zauberstab, falls mein eigener nicht fertig gebastelt werden kann. Denn der hier ist auf jeden Fall auch ziemlich genial und ich liebe ihn. Und aus diesem wunderbaren Ding hier wird hoffentlich mein Zauberstab entstehen. Das hier ist tatsächlich mal ein Pfeil gewesen, den
ich so dermaßen verschossen habe, dass er, naja, sich zerteilt hat. Und daraus werden mein Freund und ich sich jetzt uns jetzt Zauberstäbe basteln. Er hat die andere Hälfte dieses Pfeils mit den Federn hinten dran und wir werden sehen, was dabei rumkommt. Bei meinem Freund sieht das Ganze folgendermaßen aus. Sein Notfallzauberstab ist dieser hier, den ich auch unglaublich genial finde. Der ist hier vorne hell, wird hier immer dunkler und wird hier hinten sozusagen schwarz. Ich habe ihm die Wahl gelassen, weil ich habe die einfach so bestellt, die Zauberstäbe bei diesem Orchard Works. Und habe ihm die Wahl gelassen, welchen möchtest du nehmen? Nimm dir deinen ein. Und er hat sich natürlich den hübscheren genommen. Aber ich bin ihm auch gar nicht böse drum, denn es ist ja wie gesagt nur ein Notfallzauberstab. Im besten Fall schaffen wir es ja vorher einen zu basteln. Und das hier wäre sein, also das andere Ende vom Pfeil, logischerweise. Er wollte gerne das Ende mit den Federn, weil er daraus vielleicht noch irgendwas machen möchte. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Jedenfalls sind das so unsere Lösungen. Und jetzt wird, wie gesagt, noch sehr stark an den Vorbereitungen gearbeitet. So sieht übrigens das Ganze aus, was wir hier basteln möchten. So sieht meine Bastelecke momentan aus. Ich habe das Ganze auf Instagram einmal hochgeladen. Wer mir gerne auf Instagram folgen möchte, Link übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Da passiert zwar nicht allzu viel, genauso wie auf Twitter. Auf Twitter findet ihr halt immer alle Videos, die ich hochlade, die werden automatisch auch mit auf Twitter gepostet. Auf Instagram wird natürlich während dem College of Wizardry auch sehr viel passieren, hoffe ich. Denn das werde ich mir definitiv nicht nehmen lassen. Ich weiß, dass Handys auf diesem Gebiet oder in diesem Lab während des Labs nicht gerne gesehen sind, einfach weil sie die Atmosphäre ein bisschen stören. Aber ich werde ja nicht 24/7 an diesem Handy hängen, sondern werde einfach nur Fotos von der Umgebung machen, damit ich auch euch auf Instagram da ein bisschen auf dem Laufenden halten kann. Also wer mir da gerne folgen möchte, nur zu unten in der Videobeschreibung ist der Link. Und ja, so sieht meine Bastelstätte momentan aus. Ich bin sehr gespannt, was draus wird. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich da eingelassen habe. Dann würde ich aber sagen, war es das erstmal. Ich habe euch jetzt jede Menge Infos um die Ohren gehauen, jede Menge Gehype von mir gegeben und ich hoffe, ich habe euch damit nicht zu sehr genervt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich das letzte Video vor dem College of Wizardry sein wird. Weil es so schön war, habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar gibt es ein etwa, ja, knapp 6 Minuten langes Video zu dem Schloss, beziehungsweise dazu, wie das Schloss aussieht. Die Veranstalter haben sich da schon mal die Mühe gemacht, uns ein bisschen rumzuführen per Kamerafahrt und uns ein bisschen was zu zeigen. Und das möchte ich euch jetzt gerne auch zeigen, denn das war so der erste große Punkt, der mich unfassbar aufgeregt gemacht hat. Und damit möchte ich euch jetzt auch beglücken. Viel Spaß! Ich werde das Ganze natürlich ein bisschen schneiden, denn diese ganzen Laufpassagen, die müssen da nicht unbedingt mit drin sein. Aber viel Spaß jetzt! Hallo Facebook, wir sind hier im Schloss Klitschko und machen die Planungen für. Oh, jetzt habe ich mich gedreht. Machen die Planungen für das College of Wizarding Nibelungen. Und werden uns jetzt mal ein paar Räume anschauen und euch einen kleinen Sneak Preview geben. Ich mache das kurz anders. Ich werde die Webcam kurz ausmachen und werde euch das über den ganzen Bildschirm zeigen. Achtung, Achtung. So, jetzt hört ihr mich noch, aber seht mich nicht mehr. Witzig, oder? Gut, los geht's. Jetzt erstmal los in den, was ist das hier, der Innenhof? Courtyard. Sorry, wenn das so verpixelt ist. Das lag aber an der Kameraqualität. Dann gehen wir mal lieber rein und machen da weiter. Ja, weil hier ist dunkel. Dunkel ist doof. Das wird so ziemlich der Weg sein, den wahrscheinlich die Spieler gehen, die hier die Ehre haben, am College of Wizardry in Nibelung zu studieren. Gehen jetzt zusammen da rein. Ja, wir gehen rein. Um zu studieren. Oh, das sieht so cool aus. Wahnsinn. Ich will da jetzt hin, sofort. So, das ist die Eingangshalle vom Nimbus. Jetzt schauen wir uns mal Common Rooms oder Hausgemeinschaftsräume an. Los geht's.
Der von Grimm war leider nicht dabei. Aber dafür glaube ich zwei oder drei andere und die sehen ziemlich cool aus. Oh, schaut euch das an! Ist das nicht Wahnsinn? Also, dieses bescheidene Gemach wird wohl der Hausgemeinschaftsraum für das Haus Molin. Voll gemütlich, mein Freund hat es voll gut. Was Haus entschieden hat, hier treffen sich die Hausmitglieder von Molin. Und das ist noch nicht alles, denn da hinten gibt es, es ist momentan relativ dunkel in hier, aber da hinten gibt es noch eine kleine Nische mit einem Schreibtisch. Das könnte so Prefect-Zimmer sein. Genau, Haussprecher und Haussprecherin könnten möglicherweise da schlafen. Genau. Das ist auch nochmal ein Schreibtisch, ein kleines Himmelbett und Badezimmer. Natürlich. Das hier ist ein weiterer Gemeinschaftsraum. Wir wissen noch nicht genau welches Haus, vielleicht Faust, vielleicht Grimm. Aber wie man sehen kann, sind die alle ziemlich beeindruckend groß und auch sehr unterschiedlich im Stil. So, dieser Raum wird das Hausgemeinschaftszimmer von Krabat. Und wer denkt, oh, das ist ja viel kleiner als die anderen, das sieht auf den ersten Blick so aus. Aber es gibt ja auch noch das geheime Besprechungszimmer. Yeah. Für die Hinterzimmerabsprachen. Und wo die Tür hinführt, rausfinden. Ich habe mir den Raum, der voraussichtlich für Kräuterkunde genutzt wird. Das Herbarium. Mit sehr vielen schönen Fenstern, die in den Innenhof zeigen. Und mit einer super Atmosphäre. Ja, noch ein kleiner Preview von Klitschkow. Wir zeigen euch jetzt mal einen kleinen Anblick in ein paar Klassenzimmer. Hier wird also Unterricht stattfinden in diesen bescheidenen Räumlichkeiten. Das erste Klassenzimmer oder Vorlesungsraum. Noch ein Vorlesungsraum mit einem kleinen Alkoven, Kachelöfen und abgefahrenen Decken. Und noch ein Klassenzimmer. Wir kommen nun in den Flamel-Saal. Voluta. Voluta. Castle Goblin Voluta. No, Heinzel. Castle Heinzel Voluta. Guten Abend. Und last but not least, die Fausthalle. Im Moment ist es noch ein bisschen Restaurant, aber für das Spiel wird das natürlich ein bisschen aufpoliert. Mhm. Ja, das erstmal zu unserem kleinen Einblick in Schloss Klitschkow. Und wir hoffen, wir haben euch damit bla, schwack, die, du, Blödsinn, kein Text, weiß nicht. Hallo! Was ich halt so mega erfrischend finde, ist, dass die alle genauso verpeilt wirken, wie wir es sind. Und das ist halt einfach das Schöne daran. Ich liebe es, ich freue mich so unwahrscheinlich drauf. Ich muss mal das Mikro wieder ein bisschen weiter hier weg, sonst schreie ich euch die ganze Zeit an, das will ich auch nicht. Und es ist einfach, die Räume werden natürlich nochmal ein bisschen umgestaltet für das College of Wizardry. Da werden natürlich nicht Restauranttische und Buffets drin sein, sondern natürlich andere Dinge, die ich euch dann gerne auch mal zeigen kann. Aber jetzt erstmal habt ihr so einen kleinen Einblick darin, wo unser Lab stattfinden wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wie laufen eure Vorbereitungen? Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie weit ihr schon seid. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!